Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich begrüße euch im dicken Max, dem Tier 6 Premium TD der Deutschen, den es zur Gamescom freizuspielen gab. Ich hatte ja auch schon mit Mr. Mirb zusammen ein Vergleichsvideo gedreht vom sturen Emil und vom dicken Max. Wenn ihr euch das gerne noch anschauen wollt, ich packe es mal in die Videobeschreibung mit rein. Da sieht man auf jeden Fall ganz gut, dass die Panzer, naja, schon verwandt sind. Der Emil ist ja ein Tier 7 Panzer, Digger Max Tier 6. Allerdings sind sie doch teilweise ein bisschen unterschiedlich. Der Max ist ein bisschen schneller und hat einen besseren Tarnwert. Und von der Kanone her ist er natürlich, hat er nicht so ganz so einen hohen Alpha. Trotzdem hat er einen, für das Tier gesehen, einen sehr, sehr guten Alpha. Das ist auf jeden Fall außer Frage. Aber auch seine Nachladezeit ist für das Tier mit 7,84 Sekunden schon relativ hoch. Das darf man nicht vergessen. Und das ist ja schon eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Panzer. Also, ich glaube, ich weiß, wo ich mich hinstelle. Wir supporten mal da ein bisschen den KV-1. So. Und da haben wir ja ein paar schöne Ziele. Den Churchill da zum Beispiel. Was macht er denn? Zeigt er uns seinen Hintern? Naja, auf jeden Fall. Ah, hallo T1. Das wird sich bestimmt nicht gefreut haben. Oh, jetzt sind wir aufgegangen. Der T1 war doch ein Stück weit vorne. So, der kommt jetzt nochmal. Und dann nehmen wir ihn einfach raus. So. KV-1 haben wir dort noch. Und wir haben in der Mitte auch ein Easy 2. Ach krass, der hätte sogar von hier aus mit ein bisschen Köpfchen auf uns schießen können. Wer weiß, wo der hin ist. Da ist er. Ah, der hat mit HE geschossen. Der weiß genau, was er tut. Und wir werden ihn nicht rausnehmen können. Wir sterben jetzt hier. Oder? Oh, er hat verschossen. Gut, wenn er verschießt, dann nutzen wir natürlich unsere Chance. Ich repariere den Motor. Das war jetzt schon ein bisschen glücklich, würde ich sagen. Ah, und jetzt haben wir hier einen Churchill 1 gegen uns stehen. Den hatten wir gerade ja schon. Und ich glaube nicht. Ah, die Runde ist noch relativ ausgeglichen. Ich muss mich jetzt hier wieder irgendwie. Oh ne, das schaffe ich nicht mehr. Da ist der Churchill. Ja, wir sind aufgegangen. Ah, das war jetzt unser Ende. Ja. Aber wir haben nochmal schön Schaden auf den Churchill gemacht, haben ihn zum One-Shot degradiert. Den KV-1 hätten wir auch nicht rausnehmen können, der hat 340, obwohl, wir gucken mal kurz auf den, wir haben 300 Alpha, bleibt doch mal bestehen, hallo, Anzeige, 300 Alpha, hey. Und nö, das will ich jetzt hier nicht, 169 Pen, das ist für das Tier richtig gut. Wir haben auch gerade sehr schön Alpha ausgeteilt, wie ihr seht. Aber unsere linke Flanke ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit einfach in sich zusammengefallen. Und ja, typisches Wochenendteam wieder. Es ist Freitagabend oder sagen wir mal Freitag früher Abend und es zeichnet sich schon wieder ab, dass das, sagen wir mal, eher so bedingt toll werden könnte, das Wochenende. Zumindest was die Siegrate angeht. So, VK30 sagt Tschüss. Da kommt die Arti im TD-Modus. Das ist ja geil. Die hat wohl gedacht, dass da bloß noch der KV-1 steht. Ah, da ist der Churchill draufgegangen. Ja, der kann niemand mehr helfen. Wer sollte denn noch helfen, bitte VK? Es ist niemand mehr da. Der KV-1 hinter dir ist in die andere Richtung beschäftigt. Und jetzt kommt die Arti und macht... Na? Okay. Ja, geil. Ja, geil. So, also es ist schon sehr ein Schlag ins Gesicht, wenn man so von der Arti geholt wird. Das ist schon ein bisschen peinlich. Unsere Arti ist offen, verschießt und
ist tot. Gut. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Ich glaube, wir waren nicht so schlecht. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück gegen den Easy 2. Warum hat er auch mit HE geschossen? Naja, was soll's. Dritte Klasse. Panzerbrecher, Wirkungsfeuer, den Schläger gab's. Wir sind mit 1995 Schaden deutlich vor dem VK-30, der auch nicht schlecht war. Alle anderen, ja, naja, wollen wir mal lieber nicht drüber reden. 468 Basis-XP, 2 Kills. Der VK war dann sogar noch besser. Warum eigentlich? Naja, weiß ich nicht. Mehr Schaden abgewehrt. Das war's eigentlich, keine Ahnung. 39.869 Credits gab's plus. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Premium-Panzer. Und mit Bonus für Premium-Fahrzeugstufe sind das immerhin trotz einer Niederlage 912 XP. Naja, ich würde sagen, wir schauen mal noch in eine zweite Runde und hoffen, dass wir die mit ähnlich gutem Schaden dann auch mal gewinnen können. Also bis gleich im dicken Max. So, zweite Runde im dicken Max. Wir sind auf Himmelsdorf. Ich würde natürlich gerne auf den Berg fahren, aber da ist er halt... Was machst denn du? T3485, aha. Ja, aber da ist der Max, trotz dass er etwas schneller als der Emil ist, trotzdem zu langsam. Haben wir leider nicht so gute Karten. Ich versuche jetzt eher mal hier mit meinem Schernfernrohr was aufzumachen. Wir haben ja eine relativ gute, eigentlich sogar eine sehr gute Sichtweite. Und da haben wir eine Nashorn gefunden. Was nicht so eine gute Sichtweite hat. Auch bleibt doch stehen. Und ja, ansonsten ist aber hier niemand. Das ist ein bisschen problematisch. Die sind alle... Das ist nicht wahr, oder? Okay, naja, dann kümmern wir uns. Wir sind an der Ente abgeprallt. Unglaublich. Gut. Versuchen wir es in 2 Sekunden nochmal. Unfassbar. Das ist unfassbar. Ob der getroffen hat, werden wir wohl nicht erfahren. Wir prallen 2-mal an dem kleinen Mistvieh ab. Und das mit 100, wie viel? 69 Pen? 169 Pen. So. Jetzt bin ich hier alleine. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Und da ist ein Typ 58. Und wenn der mich umrundet, ich glaube, ich muss irgendwie die Position wechseln. Das wird sonst ja nichts. Es steht auch schon wieder 4:0. Sehr nice. Heute läuft es wieder richtig, richtig beschissen eigentlich. Also... 15:0, krass. Ist jetzt, glaube ich, also wenn ich das Gefecht jetzt verliere, dann ist das der 8. oder 9. Lose in Folge. So. Mal gucken, ob sie dort kommen. Ob sie sich trauen. Die Ente ist langsam, das Nashorn auch. Wenn, dann wird wohl eher der Typ 58 hier ange... Rödelt kommen. Mal gucken. Interessant, dass jetzt unsere auf dem Berg durch sind. Ich würde gerne mal wissen, wo die Gegner sind. Es sind auch noch einige nicht offen gewesen. Die Kartoffel zum Beispiel war noch nicht offen. Schauen wir nochmal hier nach. Ah, da ist niemand. Decken wir mal die Mitte, falls vielleicht der Hetzer auf die Idee kommt, hier jetzt reinzufahren. Ah, da ist er auch schon, der kleine Mann. Gott sei Dank, das Nashorn hat sich zurückgezogen. Sehr interessant, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte eher gedacht, dass die drücken. Ich fahre jetzt hier erstmal in Deckung, damit natürlich die Art hier nicht auf mich schießen kann. Denn hier kann sie hinschießen, wenn sie gut steht. Und interessant, wir haben das Ding noch gedreht. Da ist die Kartoffel. Da ist die Kartoffel. Na, dann gucken wir mal, dass wir auf die Kartoffel draufkommen. Auch wenn jetzt das Nashorn, wenn es sich bewegt hat, auf uns schießen kann.
versuche ich jetzt. Da ist der Typ 58. Das ist natürlich jetzt gerade nicht so schön. So. Oh, angezündet, angezündet. Er hat keinen Feuerlöscher. Er brennt, er brennt. Er brennt. Aber er brennt ab, brennt ab. Nein, er brennt nicht ab. Nein, er brennt nicht ab. Aber dafür nehmen wir den Typ 58 raus. Okay. Also, dass wir das jetzt noch gewinnen, nachdem es schon 5:0 stand. Okay. Kann man so machen? Kommen wir vielleicht noch auf die Arti drauf? Nee, die steht. Oh, doch, obwohl. Nehmen wir die Arti noch raus. Sind natürlich dabei aufgegangen. Die letzte Arti war noch nicht offen. Da steht sie. Aber ich glaube, da hinten kommen wir wirklich nicht drauf, oder? Doch, tatsächlich. Wenn da niemand einen Weg fährt. Nehmen wir uns den Kill auch noch mit. Das stimmt mich jetzt doch wieder etwas positiv. Wo ich am Anfang etwas so pessimistisch war. So, schauen wir mal. Zweite Klasse war das sogar. Sensenmann. Ja, wir haben. Wir haben den Type 58 haben wir mit einem One-Shot. Die zwei Artis mit One-Shot. Ja, und den Hetzer, ja. Großkaliber haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Ansonsten Kämpfer, Wirkungsfeuer. Und Schläger. Von der Auswertung her sind wir vom Schaden. Oh, mit Tier 6.648 Schaden. Richtig gut. Das Gefecht davor, was wir leider verloren haben, waren ja sogar noch mehr. 4 Kills. Wir haben sogar noch einen Teamkiller dabei. Krass. Also wir sehen hier, die haben dann irgendwann aufgehört zu spielen scheinbar. Erfahrungspunkte sind es 858 Basis-XP. Und, Auftragsabschluss. Was haben wir denn hier abgeschlossen? Geburtstagskuchen. Gewinnen Sie das Ach, es gibt ja doppelte Erfahrung für jeden Sieg. Ja, nice. Nehmen wir mit. Können wir gut gebrauchen. 2960 Erfahrungspunkte. Nützt uns natürlich im Max jetzt nur insoweit, dass die Mannschaft mehr geschult wird. Aber im fünften Skill nimmt man auch jedes Erfahrungspünktchen mit. 43.747 Credits waren es plus. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Premium-Fahrzeug. 125 Schaden haben wir ermöglicht. Also alles in allem eine, ja doch, sehr, sehr schöne Runde. Wenn euch die zwei Ründchen mit dem dicken Max gefallen haben, lasst mir gern ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare doch mal, ob ihr ihn euch zur Games Convention da... Oder, nee, Games Convention stimmt ja nicht. Gamescom, Entschuldigung, ich komme aus Leipzig, da hieß das mal Games Convention. Also wenn ihr euch den zur Gamescom auch freigespielt habt, um was ihr von dem Panzer haltet, würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.